Hallo liebe Wanderfreunde und herzlich willkommen zu unserer Wanderung hier in der Schweiz. Und zwar, wir sind am Kandersteg und es geht heute hoch zum Öschinensee. Viel Spaß auf der Wanderung! An einem der schönsten Bergseen in den Alpen gibt es viele Wanderungen, um die Natur, die Bergwelt und den See zu erkunden. Unsere mittelschwere Wanderung nenne ich die Wasserfallrunde. Denn auf dem ganzen Weg hört man das tosende Wasser die Felsen herabstürzen. Aber schaut doch am besten selbst. Vom Parkplatz der Talstation geht es über einen lohnenden Weg zum See hinauf. Diesen entlang bis hoch zum Oberbergli, um dann nach dem höchsten Punkt über den Instapoint Heuberg wieder nach unten abzusteigen. Wie ihr die Runde wandert, ist egal. Beide Richtungen haben ihren Reiz. Bei uns wird heute gewandert. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, mit der Gondel hoch zum See zu fahren und dort eine kleine Runde zu drehen. Also für diejenigen, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, eine echte Option. So, wir sind früh unterwegs heute Morgen. Es ist ja kurz nach 8. Es verspricht ein sehr, sehr sonniger Tag zu werden. Deswegen haben wir ein bisschen früher losgelegt, um noch ein bisschen der Sonne außen und den hohen Temperaturen aus dem Weg zu gehen. Wie immer lasse ich für euch meinen Trecker mitlaufen, damit ihr den Streckenverlauf 1:1 mitverfolgen könnt. Wer sich die Tour aufs Handy laden will, kann sich oben rechts den QR-Code scannen. Einen Link zu den GPX-Daten findet ihr ebenso in der Videobeschreibung. Zur Orientierung, ihr habt die Schilder jetzt schon gesehen. Super ausgeschildert. Ich denke, das Ganze sollte kein Problem werden. Und während wir uns jetzt mal hier so ein bisschen einmarschieren, bekommt ihr mal die kompakten Tourdaten. Eine Anmerkung noch. Seit unserer Wanderung hat sich die Wegführung im ersten Viertel wegen Erdarbeiten minimal verändert. Ihr findet aber problemlos die neue Wegführung. Noch keinen Kilometer gegangen und schon wird man belohnt mit tollen Blicken hier rüber zu den Wasserfällen. Sensationeller Einstieg hier in die Wanderung. Nach circa einem Kilometer warm laufen zieht jetzt die Steigung an und der Weg wird etwas schmaler. Schön wäre, wenn ihr nicht nur hier im Video meinen Wegen folgt, sondern mich auch auf meinem Instagram-Kanal begleiten würdet. Ja, ein Halt an diesem kleinen Bänkle, das erste auf dem Weg, macht wirklich Sinn, weil hier habt ihr schon die ersten sensationellen Ausblicke hier ins Tal hinunter und auch weiter nach oben in dieses schöne Tal hinein zum Wasserfall. Der hat übrigens eine sensationelle Fallhöhe von 60 Metern und wird oben vom Gletscher gespeist. So, nach dem Stück Asphalt geht es jetzt hier wieder nach links rein auf den Feldweg.
Das ist herrlich, so früh am Tag in der Natur unterwegs zu sein. Ja, nach einer Stunde sind wir mit den Kühen zusammen quasi hier oben am Berghaus, am See angekommen. Und ja, irgendwie kann sich die Gang hier nicht von uns trennen. Auf der schönen Bank mit Blick auf den ganz tollen See hier ist Zeit für ein kleines Päuschen. Der See gehört übrigens zum UNESCO-Welterbe und zählt zu den schönsten Bergseen der Alpen. Wem die Füße zu schwer sind, der kann umsteigen in ein Paddelboot und sich vom Oberkörper her mal ordentlich auspowern. Ja, Marsha freut sich, dass wir jetzt wieder auf dem normalen Weg sind. Es geht weiter am See entlang. Grillplatz? Grillplatz, jawohl. Wir machen jetzt aber trotzdem noch einen kleinen Abstecher hier vorne zum Wasserfall. Den müssen wir uns einfach noch mal von der Nähe anschauen. Und wenn man eine Erfrischung braucht, kommt der Wasserfall genau richtig. Nach dem Abstecher zum Wasserfall unterhalb am See geht es jetzt wieder mit moderater Steigung in Richtung Oberbergli. Unten am Schild, ihr habt es gesehen, 1 Stunde 20, schrauben wir uns jetzt mal hier weiter hoch. Wasserfälle sind hier fast inflationär. So langsam kommt auch Marsha auf Betriebstemperatur. Und wie ihr von unserem Klettersteig auf der anderen Seite des Tals wisst, braucht die junge Frau immer ein bisschen Herausforderung, bevor sie so richtig auf Touren kommt. Ein bisschen muss man sich seine tollen Aussichten schon verdienen. Denn vom See bis zum Oberbergli sind es locker um die 400 Höhenmeter, die bewältigt werden müssen. Hier vor uns schon das Unterbergli. Also die Zeit, die bei mir im Trekking steht, die könnt ihr komplett vergessen. Wir sind hier so viel stehen geblieben und haben Bilder gemacht und es ist unglaublich, wie schön das Ganze hier ist. Und deswegen hat es einfach ein bisschen länger gedauert.
Jetzt lasse ich einfach mal die Bilder sprechen, denn dieser Abschnitt braucht keine Erklärung. Guckt euch dieses Bild hier an mit diesen gelben Blumen, dem Wasserfall da hinten. Ja, eigentlich müsste ich sprachlos sein, aber ihr wisst ja auch, ich bin eine kleine Labertasche. So, hier sind wir an der Wegegabelung. Ihr seht, Kandersteg 2 Stunden 30 und der verläuft jetzt hier am Oberbergli vorbei. Also ich weiß nicht, ob das gesetzlich so in Ordnung ist. Das sieht mir schwer nach Kinderarbeit aus. Nach meiner Strafanzeige haben wir fast den höchsten Punkt unserer Tour erreicht und es geht mit sensationellen Aussichten am Höhenweg entlang. Unglaublich hier. Instapoint. Hier jagt ein Instapoint den anderen. Okay, hier ist uns ein bisschen zu viel los, deswegen geht es direkt weiter. Ja, wir haben jetzt 12:30 und jetzt merkt man schon, dass hier einiges los ist auf dem Berg. Okay, jetzt nicht gerade im Moment, aber ihr wisst, was ich meine. Ab hier geht es vom Höhenweg in den Abstieg über. Und gerade weil es zwar nur noch bergab geht und der Weg nicht mehr so ausgesetzt ist, sollte man konzentriert am Wandern bleiben, um nicht am Ende kopflos über die ein oder andere Wurzel oder Stein zu stürzen.
Leute, ich kann euch sagen, ich bin total beseelt mit diesen ganzen tollen Aussichten und tollen Blicken auf den See. Das war wirklich der reine Genuss. Und ja, bin einfach begeistert. Und freue mich, dass ich diese schöne Tour mit meiner Tochter machen durfte. Auf dem Hauptweg angekommen, folgt man dem Schild Richtung Bergstation. Kommen wir zur Beurteilung der Wanderung. Die Wanderung würde ich als mittel bis schwierig einstufen, weil es geht schon auch ordentlich hoch. Distanz über 10 Kilometer, braucht man ein bisschen Kondition. Was die Landschaft und Aussichten anbelangt, ist das bei mir wirklich 6 von 6 Punkten, weil diese Wanderung ist kaum steigerungsfähig, was die Ausblicke anbelangt. Und Technik 3 von 6, weil schon ein bisschen zum Teil verblockt ist und man ein bisschen konzentriert gehen muss. Und das reicht ja eigentlich auch schon in Verbindung mit dem Video als Beurteilung. Gleich haben wir es geschafft. Hier unten verläuft unser Weg, auf dem wir heute Morgen gestartet sind. Und ja, jetzt sind wir aber auch froh, dass wir es hinter uns haben. Der Abstieg war jetzt schon noch mal richtig anstrengend. Das war unsere Wanderung am Öschnensee am Kandersteg im Berner Oberland. Wenn sie euch genauso gefallen hat wie uns, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem sie besonders gut gefallen hat, der darf mir auch gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. Bis zur nächsten Wanderung.